Thema Mission Energiesparen heute auch, weil ihr quasi mit den nächsten Wochen die Direktive arbeiten wollt. Auftakt zur 8. Mission Energiesparen an der Solaroberschule in Beelitz. Diesmal werden Schüler der 8. Klassen aus dem Wahlpflichtkurs Naturwissenschaft beim Wettbewerb des Energiedienstleisters EMB Energiemarkt Brandenburg mitforschen. RBB-Moderator und Umweltexperte Uwe Madel begleitet das Projekt auch in diesem Jahr. 99% der Wissenschaftler sagen, das ist ein Thema, das ist menschengemacht, was wir gerade erleben an Erderwärmung. Wir spüren das, was sich in der Welt auch verändert. Wir haben die schweren Hurricanes gehabt in den USA. Wir haben die Wetterunbilden, den Starkregen bei uns in Deutschland gehabt. Und wer da noch sagt, da verändert sich nichts, glaube ich, der hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Dann geht sozusagen wieder hoch. So, und dann haben wir die Schutzschicht da. Und dann geht ein Teil quasi, geht wieder ins Weltall, sonst würden wir wirklich hier wie in einer Sauna sein. Und ein Teil wird von der Schutzschicht an wieder zurück jetzt Richtung Erde. Ne? Genau, so, da geht es wieder hin. So. Uwe Madel möchte erreichen, dass die Schüler aufmerksam werden und verstehen, dass jeder bei sich anfangen kann, etwas zum Umweltschutz beizutragen. Wir verdrängen das so ein bisschen, weil uns geht es noch gut. Und wir haben nicht diesen Weitblick zu erkennen, okay, wenn wir jetzt nichts ändern, wenn wir jetzt nicht handeln, werden wir in 10, 20, 30 Jahren große Schwierigkeiten haben. Und da anzudocken und das zu vermitteln, den Schülern zu sagen, pass auf, wir sind jetzt in der Verantwortung. Jeder Einzelne kann was Kleines tun, das ist mir wichtig. Das Thema Energie ist an der Solaroberschule Beelitz nicht neu. Wir waren vor 20 Jahren die erste Schule im Land Brandenburg, die Solarzellen aufs Dach bekommen haben. Das war damals, glaube ich, ein Förderprogramm, noch mit Ministerpräsident Manfred Stolpe. Und wir haben hier direkt auf dem Dach der Schule große Solaranlagen, die Strom erzeugen, das dann auch in das Stromnetz eingespeist wird. Kenntnisse im Klimaschutz bringen die Schüler mit. Nun heißt es, die Theorie in die Tat umzusetzen. Also ich könnte mal ein bisschen daran denken, das Licht öfter mal auszumachen. Ja, also ich habe heute früh vergessen, das Licht auszumachen, obwohl man das eigentlich mal machen muss. Und ich bin auch so einer, der sein Handy über Nacht lädt. Schirmherrin des Wettbewerbs ist Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst. Weitere Partner sind die BUND-Jugend und die Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg. Also wir merken schon, es ruckelt ein bisschen. Jetzt wird es noch wärmer. Was passiert jetzt mit uns? Können wir das einfach anhalten noch? Ja, ne? Wenn diese 2 Grad geschafft haben, dann kann man sagen, dass wir kurz vorm Aussterben sind. Ob es genau die 2 Grad sind, kann man nicht sagen. Aber es gibt eine Grenze, die wir nicht genau wissen, aber die irgendwo zwischen 2 und 3 Grad liegt sozusagen, wo wir den Prozess nicht mehr steuern können. Dann gibt es ja eine Dynamik, die wir nicht mehr im Griff haben als Menschen sozusagen. In den nächsten Wochen werden hier die Köpfe rauchen. Nach dem Auftakt werden die Schüler in ihrem Zuhause nach Energiefressern suchen. Danach in einer kommunalen Einrichtung. Wir können uns die ganzen Möglichkeiten angucken. Und dann könnte man sich mit unserer Klassenlehrerin zusammensetzen und dann erstmal besprechen, also dass man alles Mögliche tut, was wir machen können. Ja, ich hoffe, dass man irgendwie das so regeln kann, dass man sich trifft und halt die aktuellen Missionen dann immer auch gemeinsam irgendwie plant. Diese kleinen Dinge wie LEDs, Energiesparlampen, Standby-Funktionen raus, das sind halt wirklich Dinge an der Basis, da können wir anfangen. Wer dabei genügend Punkte sammelt, kommt in die 3. Runde des Wettbewerbs. Dann sind wieder Ideenreichtum und Kreativität gefragt, wenn es darum geht, ein Energiesparhaus zu entwerfen und als Modell zu bauen. Mein Wunsch ist eigentlich am Ende so einer Mission, dass bei den Jugendlichen was hängen bleibt, was Kleines. Wenn die sagen irgendwann später, Mensch, da war doch was mit der Mission Energiesparen, da haben wir doch drüber nachgedacht, wie wir zu Hause Energie sparen können. Wenn wir vielleicht auch in der Kita Energie sparen können, in der Kommune, wie wir einen Jugendclub bauen, der Energie sparen kann. Und wenn das nachwirkt bei den Jugendlichen, dann haben wir alles erreicht. Teilnehmen können 8. Klassen aus Westbrandenburg. Informationen zur EMB-Mission Energiesparen findet man im Internet. Wir müssen alles dafür tun, dass wir diese 2 Grad Erderwärmung, die wir auch in dem Film gesehen haben, nicht überschreiten, weil dann wird es ungemütlich hier.